Ich begrüße euch zu einem neuen Video und nach langem wird mal wieder eine Wochendeko dekoriert. Ich habe zuletzt das Special Video gemacht und da ist diese Deko hier entstanden. Die ist ein bisschen mystisch geworden. Kleiner Spoiler für die Witches Visit Box und das, was drin ist. Ich habe da aber tatsächlich gar nicht so viele Witchy-Sachen in der Deko benutzt, weil ich erstmal so ein bisschen in diese dunklere Herbststimmung reinkommen musste. Und heute dekoriere ich auch noch nicht mit der Witches Visit Box, weil ich euch erst demnächst noch das Unboxing zeigen möchte und den Inhalt der Box zeigen möchte, bevor ich dann die Sachen zum Dekorieren verwende, beziehungsweise dann auch hier auf YouTube mit euch die Box zum Dekorieren nutze. Ich kann an dieser Stelle aber schon mal sagen, dass ich dieses Jahr zwei Backup-Boxen gepackt habe und ich warte jetzt noch drauf, dass eine letzte Box bei ihrer Besitzerin ankommt und wenn das alles geklappt hat, dann habe ich noch zwei Boxen, wenn irgendwas schief geht, eine Backup-Box zur Verfügung, die ich dann in den Shop stellen werde. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen abwarten, dass mit der letzten Box alles klappt und dass die auch bei ihrer Besitzerin ankommt und alles gut geht. Aber ich werde euch dann auf jeden Fall auf Instagram und auch hier auf YouTube wahrscheinlich als kleines Short-Video oder wie auch immer, als Community-Post oder wie man das nennt, die Info geben, wann die Box oder Boxen, je nachdem, im Shop verfügbar sein werden und dann könnt ihr zuschlagen und euch die letzten zwei Boxen sichern, beziehungsweise ja, ein bis zwei Boxen sichern, weil es die ja so nie wieder geben wird, wie sie jetzt hier gepackt ist und noch bei mir zu Hause parat liegt. Und ja, da könnt ihr euch also drauf stürzen, wenn sie dann verfügbar sind. Und die werden natürlich dann auch direkt verschickt. Also da gibt es jetzt ja dann keine Pre-Order oder so mehr. Ihr müsst nicht lange warten, sondern wenn ihr dann eine davon ergattert habt, dann geht die am selben oder nächsten Tag in die Post und dann wird sie sicherlich ziemlich schnell bei euch ankommen, dass ihr sie rechtzeitig habt, um dann noch um Halloween herum auch damit zu dekorieren. Deswegen kann ich aber auch noch gar nicht so viel davon zeigen, beziehungsweise möchte ich noch nicht so viel davon zeigen, bis nicht das Unboxing online war. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt heute was ganz anderes rausgesucht, was ich letztens beim Action mitgenommen habe. Und zwar diesen Embossed-Sticker-Bogen, beziehungsweise sind ja zwei Bögen, die nämlich auch so ein bisschen magisch angehaucht sind. Ich finde, es hat auch so ein bisschen Harry Potter-Vibes mit diesen fliegenden Schlüsseln und den Eulen und ja, Kessel, Trank und so sowieso. Und dann dachte ich, benutze ich einfach die Sticker heute, um schon mal so ein bisschen in diese Witchy-Stimmung zu kommen. Und passend dazu habe ich mir hier ein Papier rausgesucht von meinem handgeschöpften Papier, das so ein bisschen sehr bubbelig und kaputt geworden ist. Aber das eignet sich ja eigentlich für so mystisch, magisch, was auch immer, Deko ist vielleicht ganz gut. Dann habe ich hier noch ein paar Doilies am Start, ein paar Washis habe ich am Start. Das sind welche, die ich auch letztes Jahr schon hatte. Punkte gehen immer. Dieses Set hier habe ich noch nicht mal ausgepackt. Das hatte ich mal als Probe bestellt für eine Stationery Box, aber dann letztendlich nicht benutzt. Das kommt natürlich auch mal vor. Aber jetzt dachte ich mir, dass ich dieses mittlere Tape eigentlich auch ganz gut heute verwenden könnte. Das passt farblich ganz gut. Und ich habe auch einige neue Clear Stamps mit ja, Witchy-Motiven und Halloween-Motiven. Die seht ihr demnächst auch in einem Haul. Also das nehme ich jetzt hier so ein bisschen vorweg, weil ich den benutzen möchte, den Stempel. Und zwar diesen großen hier. Ich glaube, das passt ganz gut zu diesen ganzen Utensilien. Und ich habe hier noch einen anderen neuen Stempel mit so einer Sanduhr. Den finde ich auch wahnsinnig schön. Und ja, da könnte ich mir auch vorstellen, den noch zu benutzen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz so sicher, wie der in der Deko landen soll. Ansonsten habe ich hier meinen Kaffee. Das ist, glaube ich, der dritte heute. Allerdings trinke ich nur noch entkoffeiniert, deswegen ist das in Ordnung. Und ja, da nehme ich jetzt mal ein Schlückchen, mache hier ein bisschen Platz auf meinem wunderschönen dekorierten Tisch. Und dann legen wir doch mal los mit der Deko. So. Dann geht's jetzt mal los mit dem Dekorieren. Ich habe jetzt hier gerade noch ein bisschen Stempelfarbe rausgesucht und werde jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen dieses Beige, das ist Wheat als Farbe. Also, was ist denn Wheat? Sowas wie Weizen, glaube ich. werde ich schon mal als Hintergrund benutzen, weil hier so viele beige Sticker bei sind. Ich glaube, das passt dann ganz gut zusammen.
Da werde ich schon mal ein bisschen Akzent setzen. Und ich möchte dann den großen Stempel hier entweder in Schwarz oder in Oasis Green stempeln. Da muss ich mal gleich gucken. Ich hatte auch überlegt, ob ich den auf einen Doily stempel. Das wäre irgendwie auch ganz cool. Aber ich glaube, da müsste ich schwarz nehmen. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut funktioniert. Das müsste man mal ausprobieren. Mache ich vielleicht einfach mal, bevor ich hier irgendwie den woanders hin stempel. Ich muss jetzt immer voll aufpassen mit diesen Stoffen, dass ich meine Schubladen auf und zu kriege. Das ist ein bisschen nervig. Aber was tut man nicht alles für eine gute Optik? So, dann stempel ich den mal. Aufs Doily. Mal gucken, ob das klappt. Drauf stemmen. Wow, okay. Das sieht richtig gut aus. Moment, ich habe die Seiten scharf gestellt. Ich stelle mal kurz hier oben scharf. Das gefällt mir mega, mega gut. Wie filigran auch einfach diese Linien sind. Das ist ja immer der Oberknaller. So, einmal die Seiten wieder scharf stellen. Mega! Ich bin jetzt schon happy. Das ist doch schon mal sehr gut. Das ja, gefällt mir sehr. Aber eigentlich wollte ich jetzt hier erstmal so ein bisschen Farbe verteilen. Ich muss einmal gucken, wie ich das mache. Aber ich glaube, ich verteile das einfach irgendwie. Bevor ich hier die Decke komplett eintinte, nehme ich doch vielleicht mal was zum Drunterlegen. Komisch verteilt, aber mit Stickern drauf wird es wahrscheinlich ja, nachher ganz anders aussehen. Eigentlich hatte ich mir auch noch den Stempel rausgesucht, oder das Stempelkissen besser gesagt. Da muss ich dann mal gucken, ob das überhaupt irgendwie großartig Sinn macht. Aber ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Sticker dazu, weil die ja mit am größten sind und am meisten Platz brauchen. Und eigentlich wollte ich noch dieses Tape hier verwenden. Okay, jetzt wird es ein bisschen wüst hier. Jetzt starte ich doch mal mit dem Tape, weil das ja eher in den Hintergrund kommen soll. Und ich glaube, das mache ich ja immer ganz gerne. Ich teile das einfach in der Mitte. Das ist so ein bisschen was, da komme ich immer wieder drauf zurück, aber ich mag das einfach, weil das dann nicht so eine geraden Kanten hat wie sonst, wenn man es einfach ja, aufs Papier klebt. Und das gefällt mir dann einfach optisch besser. Das mache ich deswegen jetzt einfach mal wieder. Jetzt muss ich hier noch die Übergänge ein bisschen
reißen, damit es irgendwie ein bisschen schöner ist und auch nicht so abrupte Kanten hat. Und dann verteile ich das einfach hier so ein bisschen auf den vorgeschriebenen Linien. Das mache ich jetzt hier einfach noch ein, zwei Mal. Oh. Ups. Und ich könnte das natürlich auch noch andersrum machen. Ein bisschen Angst, dass ich die Seiten komplett kaputt schneide. Deswegen lieber hier mit. So. Und ich glaube, ich mache das hier unten auch nochmal in die Ecke. So, ich glaube, es wird eine sehr ruhige, lange Deko oder ein langes, ruhiges Deko-Video für euch. Aber das ist vielleicht auch zur Abwechslung mal nicht so verkehrt, weil die ersten Videos im Spooktober waren ja ein bisschen kürzer, beziehungsweise ich habe nicht so richtig viel nebenbei erzählt oder so, weil ja, das ja dann eher so zur Einstimmung war in den Spooktober. Übrigens hoffe ich natürlich, dass euch sowohl das Intro bzw. der Teaser am 1. Oktober und das Dekorieren hier gefallen haben. Ihr seht das jetzt in den Videos gar nicht so richtig, weil das natürlich immer so hinter dem Stativ ist oder unterm Stativ ist mit der ganzen Deko. Aber ich glaube, so für den Flair, auch mit diesen Tüchern und so, ja, ist das gar nicht verkehrt. Und ich mag diesen Blick auf meine Fensterbank momentan sehr, sehr gerne. Also mir gefällt das richtig gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dieses Ding hier kaputt reiße und dann so an zwei Seiten anbringe oder ob ich das ganz lasse. Aber ich glaube, ich reiße es kaputt. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich mache einfach mal. Und dann kommt das irgendwie dahin und dahin vielleicht. So. Glaube ich, klebe ich sofort fest. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mit dem Kleberoller nicht das Dolly kaputt mache.
So, das ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil es ein bisschen verteilt ist. Und dann fange ich jetzt wirklich mal an mit den Stickern. Die sind ja auch teilweise ganz schön groß. Jetzt muss ich mal schauen, was ich so verwenden möchte. Also auf jeden Fall noch diesen Kessel hier. Den finde ich richtig cool. Diese Potion Bottles finde ich auch sehr cool. Die Briefe könnte man irgendwie so runterrieseln lassen. Das gefällt mir ganz gut. Oh, da ist noch eine andere. Also, der Topf muss irgendwie nach unten. Das macht am meisten Sinn. Das Ding kann auch hier irgendwo stehen. Die kommen in ein Regal. Sagen wir mal, das ist das Regal. So. Ja, ich bin mal wieder so versunken ins Dekorieren, dass ich nebenbei vergesse, was zu erzählen. Ich muss sagen, dass ich letztes Jahr richtig viel Spaß am Spooktober hatte und ziemlich schnell klar war, dass ich dieses Jahr auch wieder thematisch irgendwie in die Richtung was auf meinem Kanal machen möchte. Aber dieser Sommer war dieses Jahr einfach so, so lang, dass ich gedanklich mich einfach überhaupt nicht mit dem Thema befassen konnte oder wollte. Und ja, dann rückte der Oktober irgendwie immer näher und mein Gedanke war dann so, ja, wow, du wolltest dieses Jahr richtig rechtzeitig anfangen und hast noch einfach gar nichts gemacht, weil du die ganze Zeit draußen bist, das Wetter genießt, am See bist, auf dem Sub stehst und so weiter und so fort und einfach nicht ready bist für den Herbst gedanklich. Und das Wetter einfach auch überhaupt nicht de dementsprechend ist. Ja, dann hat das doch wieder sich so ein bisschen hingezögert, dass ich dann so mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wie überhaupt das jetzt diesen Monat aussehen soll auf meinem Kanal. Und ich bin jetzt auch noch gar nicht so konkret durch mit der Planung. Also ich habe einige Videoideen, ich habe einige Sachen schon fertig geschnitten und in petto, die jetzt dann in der kommenden Zeit online gehen. Natürlich möchte ich einige Dekos machen und so weiter. Ja, den kreativen Trailer oder das Intro, Outro, was jetzt auch immer so vor den Videos kommt, das ja, finde ich schon mal ist ein cooler Einstieg gewesen, um so ein bisschen mit dem Thema einfach warm zu werden. Auch für euch, glaube ich, ganz schön. Und ja, das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, dass dann zu schnippeln und da so ein bisschen in diese Stimmung zu kommen. Allerdings, ja, lasse ich das jetzt so ein bisschen auf mich zukommen und gucke einfach, wie viel Zeit ich auch habe und wie viel Lust und so weiter. Aber ich denke, ihr könnt euch auf einige Videos freuen diesen Monat. Es wird da auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall immer gerne unter die Videos, wie es euch gefallen hat oder was euch gefallen hat, damit ich da immer so ein bisschen mich dran orientieren kann, ja, woran ihr Interesse habt. Ich habe in letzter Zeit ja gar nicht so richtig viele Videos nur mit Dekos gemacht, deswegen wollte ich hier mal wieder so ein bisschen so einen sanfteren Einstieg haben und mal wieder so ein bisschen mehr
ja, oldschool dekorieren, weil ich da einfach natürlich auch jetzt wieder mehr Lust drauf habe, wo es ein bisschen kühler und ja, weniger sommerlich draußen ist und man einfach auch mehr Zeit wieder gerne drin verbringt. Das ist ja auch ganz gut, wenn es dann ein bisschen einladender ist, die Zeit auch zu Hause zu verbringen und gemütlich am Schreibtisch kreativ zu werden. Das war vorher irgendwie nicht so ganz gegeben. Und ja, deswegen steige ich jetzt hier so langsam in das Thema mit euch ein und wir gucken mal, wohin es uns dann verschlägt. Ich finde es eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so ultra viel machen möchte. Ich hatte aber überlegt, noch ein Siegel mit in die Deko zu kleben. Siegel wachsen, wie auch immer. Denn ich habe auch da inzwischen eine ganz schöne Auswahl. Das Siegel von der Witches Visit Box, also hier schon mal Spoiler, da ist auch ein Wachssiegel drin, ein sehr schönes. Das verwende ich dann demnächst. Und jetzt gucke ich mal, ich habe hier diese, ja, ich bin hier ein bisschen zu englisch unterwegs. Ich denke schon auf Englisch. Potion Bottle wollte ich schon wieder sagen. Zaubertrank heißt das gute Stück. Und den werde ich jetzt hier noch irgendwie mit rein machen. Da vielleicht hin oder so. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und ich nehme aber noch so ein bisschen Band dazu. Dann sieht das immer ein bisschen schöner aus. Da muss ich mal kurz was rausholen. Da hätte ich nämlich noch sowas hier am Start. Und das passt ja mal farblich wieder. Ziemlich, ziemlich gut. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Ob wir da jetzt irgendwie so ein Gekrüssel machen oder irgendwas Kleineres. Aber ich finde es so. Ups. Könnte das gar nicht so schlecht aussehen. Wirrwarr. Mal gucken. So, vielleicht. Das muss ja auch auf dem Blatt halten, ne? Mal schauen, wie das gleich wird. Ich mach mal das Wachs heiß. Hätte ich jetzt ja auch zaubern können, ne? Naja, zu spät. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, was wollte ich jetzt? Siegelwachs. Ich habe ja hier meinen kleinen Turm mit Wachs drin. Und ich glaube, es wird sowas Petroliges. Vielleicht gemischt mit sowas Hellem. Das könnte ich mir ganz gut zusammen vorstellen. So. Dann kommen die hier schon mal rein. Das geht ja auch ziemlich schnell. So, also ihr habt das eben gar nicht gesehen, aber ich habe hier einen relativ großen Tower mit Wachsen in allen möglichen Farben. Und da sind auch meine Siegel drin und ja, noch mehr Wachs. Da kann man sich dann mal ganz gut bedienen. So. So, wie das jetzt hier gleich werden soll, keine Ahnung. Siegel ist relativ groß.
Also es könnte da schon irgendwie reinpassen. Schauen wir mal. So, bevor das hier blubbert, kommt das jetzt da drauf. Keine Ahnung, ob das geklappt hat. Oh wei. Wow, okay. Knaller. Finde ich richtig gut. Moment, ich zoome mal wieder hier oben. Ja, es muss auch mal was klappen, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt das Motiv so gut sehen kann. Aber das finde ich richtig, richtig cool. Und ich schnippel jetzt einfach hier das Band ab, weil das ein bisschen lang ist. Und den Rest, den tröpfle ich jetzt hier mit auf die Seiten irgendwie drauf. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit der Deko. Was immer geht, sind diese Sprenkler. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich den hier habe. Ja, habe ich. Und zwar ist das dieser Stempel hier. Jetzt muss ich natürlich einmal das Wachs trocknen lassen, damit ich nicht ins Wachs stempel. Aber dann werde ich davon gleich noch so ein paar Sprenkler in dieser Farbe hier verteilen. Dann kommt das noch mal ein bisschen vor. Ich glaube, das finde ich nicht so schlecht. Und ja, dann habe ich es, glaube ich, auch fertig soweit oder geschafft für heute. Und bin ganz happy. Ich verteile jetzt das letzte Wachs hier einfach noch so ein bisschen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben viel, aber warum nicht? So. Bin ich durch für heute. Hier kann noch ein paar hin als Übergang.
Ja, also ich bin, glaube ich, super, super happy. Also nicht, glaube ich, ich bin super, super happy mit dem Ergebnis. Wir heften das Ganze natürlich jetzt noch in mein Zauberbuch ein. Und ich sehe gerade, ich habe ganz gekonnt das Papier nicht benutzt. Aber ich sag mal so, das mache ich jetzt auch nicht mehr. So. Dann kommt das Ganze jetzt einmal hier noch in das Zauberbuch und wir gucken, wie es in dem Zauberbuch aussieht. Ich bin richtig happy mit der Deko. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen länger, aber das ist ja immer ganz gut, um nebenbei auch ein bisschen kreativ zu werden und zu basteln. Und ja, freut euch auf weitere Spooktober-Videos. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.